Er lebte nur 30 Jahre. Er war nur 8 Jahre Pfarrer. Er war davon 4 Jahre krank. Wenn einer so krank ist wie du, wo man froh ist, wenn einer durchhält bis zum Amen, da brauchst du nicht stolz werden. Er war ein Wrack. Er bewegte die Massen. Da gibt es ja auch die schöne Anekdote, dass auch als er in Rielingshausen war, dann die Pfarrer im Umkreis kamen und zu König Wilhelm sagten, den musst du wieder wegnehmen, der nimmt uns die Leute weg. Er war ein Star. Er hieß Ludwig Hofacker.